geht's wieder. Kesuna Ai Hara. Ich habe hier ein bisschen Speed gemacht und neue Musik eingeschaltet, weil das Game ein bisschen langsam ist. Na. Ein kleines Nebenprojekt, was es faustdick hinter den Ohren hat. Hier bin ich mit meinem Let's Play von Tohomon Insane. Ja, Insane. Wie der Name schon sagt, das Game ist einfach nur insane. Ich habe es mal ein bisschen angezockt, um zu sehen, was da so ist. Und Verzeihung, Erkältung. Ja. Das Game ist einfach insane. Es ist sauschwer und braucht ein bisschen es hat so eine richtige Herausforderung und aber sehr gute Umsetzung und ich finde das geil. Ich finde das Game mal richtig geil und dachte ich mir, mache ich mal ein Nebenprojekt draus und ja, hab mal ein bisschen meinen Spaß dran. Eigentlich war geplant, dass ich Tohomon Another World mache, aber das Game selber noch ein bisschen in der Mache ist und noch sehr viele Bugs aufweist, dachte ich mir, mache ich mal dieses da. Mache ich mal irgendwas anderes, bin ich halt auf das da gestoßen und ja. Jetzt starten wir mit Tohomon Insane. Und ja, ich mache schon die ganze Zeit so Speed. Hab die Musik ausgeschaltet hier und stattdessen hier andere Musik eingefügt. Ja. Weil das Game ist einfach nur langsam. Sehr langsam. Okay. Hier ist das Ganze noch wie beim alten Pokémon Feuerrot, ist ja ein Pokémon-Hack. Aber jetzt kommt's richtig dicke. Vor allem die Dialoge finde ich so klasse. Hallo euch. Hello there, glad to see you. Welcome to Gensukyo. Der sagt schon nicht Welt der Pokémon, sondern Gensukyo. My name is Ork. I am Zun's representative. Zun is drunk right now, so he can't tell. Das finde ich geil. Das finde ich geil. Known as Poppets. For some people, Poppets as toys. So blablabla. Das kennt man ja alles. For myself, it's as an obsession. Tell me a little about yourself. Ja, hier sollte eigentlich stehen, ob man Junge oder Mädchen eingibt, aber weil beide Protagonisten, die man anwählen kann, Mädchen sind, steht da Rash oder Calm. Und ich bin ein bisschen calm. Naja, okay, nicht ganz, aber den Charakter, der dahinter steckt, die mag ich. Ja, und wie nenne ich mich? Ich könnte mich jetzt einfach Kasuna nennen, aber ich gebe mal meinen richtigen Namen ein. Gib mal hier einfach jetzt mal meinen richtigen Namen ein. Mary. Weil der Charakter im Original heißt auch Mary. Right, so your name's Mary. Yes. Und das ist unser Rivale. Ja, wir haben nicht mehr diesen ollen Gary als Rivalen, sondern jemand anders. Geil. I almost forgot. She wants to be a grandmaster like you. What was her name now? Das finde ich vor allem geil. Ass. Geil, ich kann die einfach mal Ass nennen. Oder nein, ich nenne sie Karen. Because Karen is a douchebag. Every group has a Karen and she's always a bag of dudes. That's it. Thanks. You saved my ass. Her name was Karen. Oh Gott, ey. Das finde ich so, so geil. Insane. Your own epic legend is about to unfold. So. Jetzt mal den PC anschalten, mal sehen, was da ist. Und wir finden, wow, welch Wunder. 5 Full Restore. Top Genesung. Gleich 5 von der Sorte. Das finde ich mal eine sehr großzügige Spende. Naja, muss auch so sein. Weil das Game ist ja auch sehr, sehr, sehr schwer. Und da ist diese großzügige Gabe auch wirklich sehr hilfreich. So. It's a post-it notice. Take it easy. Take it easy. Geil. Okay.
wir sind nicht mehr in Alabastia, sondern in UK Town. Wow, UK Town. Link's House. Who the fuck is Link? Etwa der Zwerg-Typi. Und dann spazieren der Riesen. Hallo Riesen, ich will dich streicheln. Du hast Haare. So. Hier ist niemand, aber hier in diesem Game bietet es sich wirklich an, Assi zu sein und und Sachen zu klauen. Hier, wir klauen jetzt ein paar Sachen. Wir haben einen Oni-Bracer, dann Demon Egg und Freshwater. Alles Sachen, die für uns nützlich sind. Zirka's Band, Extreme Training, Increased Strength, Gained after Battle, but Lower Speed. Yep. Demon Egg, one of Phantasmaranius eggs. It's said to contain demonic power that increase Yarn's Expert Points. Hab's selber noch nicht ausprobiert, konnte ich auch irgendwie nicht. Wahrscheinlich kann man das nur für den Kampf gebrauchen. Und Freshwater kennt man ja. Füllt HP auf. So, der sagt, wie immer, die Leute hier sagen halt immer das gleiche wie beim normalen Pokémon. Nur die Schilder sagen was anderes. Und die Grafik zu dem finde ich mal richtig genial. Is that right? Okay. Hier ist eigentlich ein Tipp für Trainer. Epic Win. Lollies wander around Ginsukyo. Nee, echt? Ja, in dem Fall ja. Okay, da ist die liebe Daisy und sagt, Karen ist hier drin. Hallo, Karen. So, hier die süßen Tohos. Und hier ein paar nützliche Informationen. Save often, so you don't lose. Ja, ich habe selber herausgefunden, dass das wirklich ein sehr weiser Rat ist. Das Game hat's auch in sich. Take it easy. Okay, take it easy. Zoon may not look like much, but he's the creator of Toho. Many hold him in high regard, even if he is a drunk. Ja. Und was die sagen, ist auch geil. I study puppets as ox slave. Oh Gott, ich mag das Game jetzt schon. Okay, jetzt gehen wir mal ins Gras. Selbstmordattentäter sein. Nee, Gott. It's unsafe. Well, puppets lock in tall grass. Bla bla bla. So, jetzt gehen wir mal schön spazieren. Hier rein. Oh, I'm fed up with waiting. Karen. Let me think. Ey, das klingt jetzt so nach dem Motto: Halt die Klappe, Schlampe. I told you to come as well. Okay. So, jetzt kommen wir wieder zu der Sache, dass wir uns ein Toho aussuchen müssen. To create them. Das klingt ja so, als ob er die erschaffen hat. What the fuck? No, I'm trusting them to you too. Cannot one. Mary, go choose one. Hey, when Mary gets to pick first? Pigeons, Karen. I owe Mary some cash. Geil. So, was haben wir? Wir haben eine Remu. Nee, die nehmen wir nicht. Die ist ein bisschen lame. Eine Sanu. Eine Sanae. She's a good girl, but no. Ha! Marisa! Kirisame! Ja, dich nehme ich, because you have power. Really quite an adjective. Soll ich ihr einen Namen geben? Nee. I'll take this one then. Okay, und Karen bekommt eine Chibi-Sanae. So, an dieser Stelle speichere ich jetzt mal. There's a different game file that is already saved. And Puppets will totally lost. Das ist mir schon klar. Deshalb, ich mache ja neu. Neu. So, jetzt kommen wir zu der Stelle, wo es ratsam ist, hier bla zu speichern. Weil schon der erste Fight. Horror!
So. Wait, Mary, let's check out your puppets. Spell Battle! Yay! Das heißt ja auch nicht mehr Pokémon-Kampf, sondern Spell Battle. Das finde ich geil. So, Karen fordert uns heraus. Karen. So, man weiß ja, wie das Ganze abgeht. Das ist halt ganz normales Pokémon. Okay, Spell. Soll ich jetzt einfach mal in den Zähnen sein und mal gucken, ob das hier funktioniert? Demonic Power. Funktioniert nicht. Für was kann man das dann gebrauchen? What the fuck? Okay, X-Power. Jetzt kommt's richtig dicke. Stylish! Oh, wie geil! Kann ich jetzt weitermachen? Könnte ich mal hoffen, weiter so ein Dingsbums. Das ist jetzt schwer. Ich könnte... Ich tickle die... Ach, Mann, oh. Oh, jetzt wird's scheiße. Weil die Full Restored ständig. Das finde ich so... Kacke. Seriously, ich möchte diesen Kampf gerne gewinnen, damit Marissa ein paar Points bekommt. Auch wenn es mich jetzt Stunden dauert. Okay, sie Full Restored schon wieder. Das finde ich sehr assi an dem Game. Die Full Restoren ständig. Und der erste ganz normale Trainerfight kommt auch verdammt früh. Und die Full Restored auch ständig. I mean, what the fuck? Naja, was erwartet man bei einem Game, was insane heißt? What the fuck? That's not sweet. Now, come on. Kill that bitch. Jawoll! Gut gemacht! Yay! Marissa hat Level 6! Woohoo! I see. Well done. So I picked the wrong puppet. Edgy bitch! So. Smell you later. Yeah, smell you later. Okay, Ork, und ich lass dich jetzt mit deinen Sklaven hier alleine. So. So, hat Daisy jetzt noch irgendwas zu sagen? Okay, meine Marissa ist jetzt wieder voll geheilt. Tu jetzt nochmal speichern. Man weiß nie. So. Oh, ein Rinosuke. Hi, wie geht's? Work at the Toho Mart. Ja. Human Village. Und ich kriege eine Potion. Das finde ich mal sehr awesome. Und ich gehe mal ein bisschen hier spazieren. Und wir finden eine Chibi-Nasrin. So, tun wir mal ein bisschen fighten, um Marissa zu stärken. Na, come on. Kill that bitch. Yay. Und Marissa erlernt Donnerschock. Yeah, gut gemacht. Mann, seht sich mal das hier an. Ich finde das genial. Ich finde das genial. Kill that bitch. Gut. You have killed her. Okay, ganz ruhig. Jawohl. Robin, beautiful. I know. Okay, jetzt abheilen. Zurück zu Mutti. Und heilen lassen. Geil. Gibt's noch etwas Neues im... No, there are no items. Pech. So, Pech. Dings. Marissa hat noch die eine Simmelbeere. Die taucht so komischerweise auf. Und, ja... Hier tue ich mal ein bisschen, mal kurz ein bisschen Marissa trainieren, weil der erste Kampf, der wird wieder scheiße. Kurze Pause, dann geht's weiter. See you guys.